Aufgrund der aktuellen Gegebenheiten hier an der Rennrodelbahn in Winterberg möchte ich ein kurzes Statement abgeben. Also die Sicherheit unserer Athleten ist unsere oberste Priorität bei einer Veranstaltung des Weltverbandes. Und aus gegebenen Anlass haben wir natürlich in enger Zusammenarbeit versucht, das Bestmögliche dafür zu tun, dass wir einen sicheren Wettkampf durchführen können. Und die aktuellste, der neueste Stand ist so, dass wir die Starthöhen für die Herren, Damen reduziert haben. Das heißt, wir fahren reduzierte Starthöhen. Die Herren fahren vom Damenstart, die Damen fahren vom Doppelsitzerstart und für die Doppelsitzerdisziplin haben wir eine eingeschränkte Bahnwandlung. Ja, eine eingeschränkte Bahnwartung heißt, normalerweise ist die Bahnwartung, dass die Kurven abgezogen werden, anschließend wird die Bahn gefegt und anschließend wird alles mit Wasser gespritzt, dass wir eine glatte Eisoberfläche haben. Und eingeschränkt heißt, dass wir nur die Bahn fegen und anschließend kein Wasser mehr auf die Bahn machen. Warum? Der Grund dafür ist, dass wir einfach die Geschwindigkeit reduzieren wollen. Das heißt, Sicherheit ist für uns oberste Priorität. Und diese Entscheidung haben wir jetzt vor einer halben Stunde getroffen und aus diesem Grund diese Entscheidung. Ja, wäre die Bahn eben so im normalen Zustand nicht sicher, ist das ein Rückkehrschluss? Das ist kein Rückkehrschluss. Wir haben in den letzten Tagen unsere bestmögliche Arbeit getan mit der gesamten Bahnmannschaft, mit den Veranstaltern, mit den Ausrichtern, um eine Bahn hinzustellen, wo wir Experten sagen, so ist die Bahn weltcuptauglich und so können wir eine sichere Veranstaltung durchführen. Die Probleme, ist die dann zu schnell? Da heißt ja, die Athleten können verunglücken. Da hatten ja ein Unglück die Woche, heißt das. Wir hatten natürlich, so wie wir es jede Woche bei Weltcup-Veranstaltungen oder auch bei Trainingsläufen haben, gibt es Stürze. Wir sprechen von einer Rennsportart und dass Stürze passieren können, ist uns allen klar. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Bahn hier nicht sicher wäre, sondern wir haben jetzt die entsprechenden Maßnahmen dafür getroffen und diese Entscheidung somit auch publiziert und auch diese Entscheidung getroffen, genau. Darf ich die Frage? Bitte schön. Was hat eigentlich dazu geführt, dass die Bahn in diesem Zustand war, in dem ihr sie angetroffen habt, vermeintlich dann in einem schlechten Zustand? Vielleicht das mal, weil ihr sagt immer nur, ihr musstet daran arbeiten und sie war nicht so, wie sie vielleicht hätte sein sollen, aber was hat dazu geführt? Natürlich muss man immer die ganze Geschichte dazu kennen, wie es zu so einer Entwicklung kommt. Wir sind am Dienstag angereist, haben die Bahn in einem nicht optimalen Zustand vorgefunden, danach sofort die Entscheidungen entsprechend getroffen, daran zu arbeiten. Es wurde hart daran gearbeitet und jetzt sind wir an dem Stand, wo wir sagen können, mit reduzierten Starthöhen können wir eine Veranstaltung durchführen. Die Frage war aber nicht jetzt beantwortet aus meiner Sicht, sondern der Grund muss ja irgendwie weiter im Vorfeld liegen, also in der Vergangenheit. Hat es Ausfälle bei der Vereisung gegeben, haben die Bahnarbeiter nicht richtig gearbeitet, war die Witterung schuld, waren es Pop-Taxifahrten, keine Ahnung. Da kann ich jetzt leider dazu keine Aussage treffen. Wie schon gesagt, ich bin am Dienstag angereist. Habe die Bahn dann erstmals gesehen. Wir waren davor bei der Weltmeisterschaft in Sochi und deshalb kann ich, was im Vorfeld passiert ist, natürlich, wie die Witterungseinflussflüsse von draußen sind, kann keiner beurteilen und auch keiner beeinflussen. Zum Beispiel am Wochenende, das plant man über ein Jahr, dass hier an diesem Wochenende Rennrodel Weltcup sein wird. Wir sind in der entscheidenden Phase, vor allen Dingen, wenn ich an Julia Klaubitz denke. Also irgendwas muss doch sein. War es jetzt Sabine, dann soll jemand von denen, die da ortsansässig sind, sagen, es war die Sabine, da unten ist zu viel Eis drin, wir haben es nicht rausbekommen. Und dann ist ja auch gut. Ich meine, das ist ja immer noch eine Freiluftsportart. Da kann ja dann auch keiner was dafür. Aber
bitte jetzt mal sagen, so ist es und deshalb müssen wir auf diese Schlagzeilen gehen. Wie schon gesagt, wir haben keinen Einfluss auf Witterung, wir haben nur Einfluss auf das, was wir machen. Wir haben hart gearbeitet, wir haben die Entscheidung so getroffen und ich glaube, was der Wolfgang gerade gesagt hat, das ist die Vergangenheit. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Zukunft schauen, dass wir einen guten Weltcup da durchführen können und da sind wir der Meinung, das ist durchaus möglich und machbar. Ich bin am Mittwoch angereist hier nach Winterberg und habe mir die Bahn vorher nicht so genau angeschaut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe mir von vielen Athleten vorher sagen lassen, naja, sie sieht doch nicht sehr rund aus, sieht mit sehr vielen Schlägen aus. Wir sind von Winterberg gewöhnt, dass es nicht immer sehr optimal steht und können auch viel einstecken und sind dann hier die ersten Läufe am Mittwoch gefahren und mussten wahrnehmen, dass wir eigentlich mehr Flugzeiten haben als Kontaktzeiten zum Eis. Und das ist das Problem, dass du als Rodler, wenn du mehr in der Luft bist, als auf dem Eis, den Schlitten nicht mehr steuern kannst. Somit wird das dann nicht kontrollierbar und gerade im Hochgeschwindigkeitsbereich somit ja, auch gefährlich, kann es gefährlich werden. Ja. Man weiß immer im Vorhinein nicht so genau, wie das aussehen wird. Man schaut sich ja die Bahn nur an. Wie das sich dann genau anfühlt, ist immer schwer zu sagen. Ich kann mir das vorstellen, dass es von den ja, verantwortlichen Entscheidungsträgern auch nicht einfach ist, solche Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man dann die ersten Schlitten fahren sieht und sieht, dass es auch viele Stürze gibt, dann ist es mit Sicherheit schon ein Grund zu sagen, dass die Bahn im Vorfeld nicht in einem optimalen Zustand war. Warum das Ganze jetzt so ist, da gab es mit Sicherheit Versäumnisse im Vorhinein, die ich selber natürlich auch nicht kenne. Das ist auf jeden Fall schade, als Sportler, wenn du herkommst und findest eine Bahn vor, die eigentlich ein Weltcup nicht gerecht ist am Anfang. Aber durch die Verbesserung jetzt, habt ihr das Gefühl, dass ihr da auch sicher runterkommt? Oder ist immer noch so ein bisschen Manschetten mit dabei? Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht als erfahrener deutscher Athlet sprechen. Und ich habe natürlich viele Läufe hier schon auf dieser Bahn hinter mir. Ich habe viele Läufe auch schon auf vielen anderen Bahnen hinter mir. Ich habe viel Erfahrung. Und ich muss sagen, ich habe jetzt 4 Läufe runtergebracht. 2 unter sehr niedrigen Bedingungen am Anfang. Dann gab es ja den großen Einsatz dank der Trainer und der Bahnarbeiter, Bahncrew und der Phil. Und haben es in einen Zustand gebracht, den ich mir selber zutraue, runterzufahren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich oben Athleten gesehen habe im Starthaus, die vielleicht auch aufgrund von Erfahrung im ersten Lauf einen Sturz hatten und dann erstmal wieder nicht gefahren sind und vielleicht nicht die Erfahrung haben und oben kreidebleich waren, weil sie Angst hatten. Und da habe ich gesagt, ja, dann lass es lieber sein. Ne? Weil wenn auf so einer Bahn musst du mit Selbstbewusstsein runterfahren, musst Selbstvertrauen zum Gerät haben, du musst drauf liegen bleiben. Viele Athleten ziehen sich dann auf, wenn sie das Gefühl haben, es wird gefährlich, es wird schlagig. Das ist genau das Falsche, was man dann macht. Man muss da wirklich selber auf den Schlitten liegen, den Schlitten versuchen zu kontrollieren. Und das fällt denen natürlich schwer. Und ich glaube, dass es für die Athleten natürlich umso gefährlich ist. Fahren Sie denn selber mit? Nein. Warum? Wir haben uns als deutsches Team nach dem gestrigen Training nochmal alle zusammen abgesprochen. Wir vertrauen da zum Beispiel auch auf die Worte unserer Einzelfahrer. Die sagen, dass es für sie schon extrem schwer war und wir reden da ja über eine gewisse Fahrspurbreite, sag ich mal, die da unten möglich ist, um durchzukommen, um sicher durchzukommen. Und die ist bei den Einsitzern schon sehr klein gewesen und wenn wir uns jetzt bedenken, dass dann über dem David noch einer liegt, der nochmal schwerer ist, der das Ding nochmal kippiger macht, wird es da unten bei 120 km/h dann relativ eng, sobald man diese perfekte Fahrspur verlässt. Und da haben wir einfach eingeschätzt, dass es nicht sinnvoll ist, so ein großes Risiko einzugehen, um da vielleicht noch weitere Verletzungen irgendwie aufzubeschwören und dann vielleicht das Weltcup-Finale am Königssee auch noch in Sand zu setzen. Und da waren wir uns jetzt alle mal einig, auch mit unserer Führung, mit den Trainern, mit den Chefs, dass wir gesagt haben, wir setzen jetzt hier aus, einfach um uns nicht zu gefährden. Was heißt das sportlich, wenn ich da nachfragen darf? Wie bewertest du es dann? Ist das schade, dass man auf der Rheinbahn nicht startet? Ja, das ist äußerst schade. Also ich meine, wir haben, das ist unsere Heimbahn. Wir fahren hier, seitdem wir kleine Kinder sind. Familie, Freunde freuen sich alle darauf. Wir haben jetzt eben auch nochmal in unseren Kanälen was geschrieben, dass wir uns hätten gerne anfeuern lassen, dass wir gerne danach mit allen gefeiert hätten.
Aber am Ende ist es wichtig, dass wir gesund sind. Und ich meine, es ist jetzt kurz vor Ende der Saison. Wir haben einen langen Sommer, ich habe viele Verletzungen hinter mir und ich muss jetzt nicht noch eine einfach sinnlos eingehen. Für uns sportlich wird es jetzt natürlich, ich sag mal, bei den beiden großen Doppeln, da geht, die machen den Gesamtweltcup unter sich aus. Die haben genug Vorsprung. Bei uns geht es noch ein bisschen um was, aber da ist einfach die Gesundheit wichtiger. Also anfangs, die ersten Training, wir haben das ganze Training durchgezogen als Mannschaft. Anfangs, nach den ersten Fahrten, habe ich auch gesagt, es müssen einige Nachbesserungsarbeiten im unteren Bereich dringend gemacht werden. Die wurden gestern auch gemacht, waren eigentlich schon vor Termin abgeschlossen, wo noch ein bisschen Zeit gewesen wäre, nachzuhelfen. Ich muss sagen, es ist wesentlich besser, schon sehr viel besser, als es am Anfang war. Und meines Erachtens, ich bin bekannt vielleicht ein bisschen als risikofreudiger, aber gerade als Rennsportart, wo wir uns groß präsentieren überall, wäre das für mich wirklich machbar. Es sind sicher Stürze möglich, durch das die Bahn schwieriger ist. Ich habe auch Verständnis, wenn ein oder andere sagt, ich gehe raus. Das gibt es im Skisport so, dass nicht alle in Kitzbühel an den Start gehen. Das sollte auch bei uns so sein. Aber diejenigen, die sich fühlen, die Bahn zu bewältigen, die sollten auch die Möglichkeit kriegen, dieses Rennen durchzuführen. Es wird sicher vielleicht einige Stürze mehr geben als normalerweise. Ich bin selber auch hoch gefahren, viele Rennen hier gefahren. Meines Erachtens haben wir hier Rennen auch gefahren, wo die Bahn, wie sie jetzt nach den Nachbauarbeiten steht, noch schlimmer war, wie wir sie jetzt haben. Deswegen von meiner Seite aus, auch sobald ich jetzt den Athleten durchgegeben habe, meinen Athleten, dass jetzt auf verkürzter Strecke gefahren wird, die erste Reaktion, was es von Dominik war, boah, da fahre ich gar nicht mehr. Aber er wird sicher trotzdem das Rennen bestreiten, aber das war seine erste Reaktion. Ich glaube auch, wir als Trainer haben hier auch die Möglichkeit, am Schlittenbau ein bisschen uns den Bahnbedingungen anzupassen. Wir sind aus meiner Sicht zu verwöhnt an guten Strecken. Wir haben immer das Jammern, kaum ist irgendwo eine kleine Welle, irgendwas, es muss immer alles glatt, total glatt laufen. Ich sage ja auch, im Bereich von der hohen Geschwindigkeit, da soll die Bahn schon möglichst gut, perfekt ausgebaut sein. Da gebe ich jedem recht. Ihr Ziel soll es ja sein, in dieser Saison noch den Gesamtweltcup zu gewinnen, knapp hinter Tatjana Ivanova. Was ist möglich? Ich meine, es sind noch zwei Heimrennen. Wir wollen dann am Morgen sehen und dann auch am Königssee. Heimbahn möglich, auch dann mal den Gesamtweltcup zu gewinnen. Also ich habe mich wirklich sehr auf den Kampf gefreut, vor allem auf den zwei Heimbahnen, aber so wie sich die Situation hier gestaltet, das ist jetzt so ein bisschen ein Wechselspiel. Also ich bin jetzt auch mit der Tatjana in Kontakt, wie wir das gestalten. Also falls die Tatjana nicht an den Start geht, dann ist es für mich irgendwo so ein geschenkter Gesamtweltcup. Dann sind es Punkte, die mir einfach zufliegen, deswegen werden wir da wahrscheinlich gemeinsam eine Entscheidung treffen, weil es ja einfach wirklich um die Sicherheit der Sportler geht und wir hier wirklich mal ein Zeichen setzen können. Sehr viele starke Athleten hier nicht antreten, weil es wirklich eine Frechheit ist, was uns hier zugemutet wird, dass jetzt die Stadthöhen runtergesetzt werden. Das zeigt, dass viele einsehen, dass es einfach zu gefährlich ist. Ich selbst würde mich natürlich trauen, hier runterzufahren, aber ich bin auch erfahren, ich habe hier viele Läufe und ich weiß, was ich in manchen Situationen machen muss. Deswegen schauen wir mal, wie es wird, aber der Fight im Königssee wird, denke ich, noch mal spannender. Sie hat gesagt, bitte korrigieren, ich bin, Zitat, mit der Tatjana Ivanova in Verbindung. Halten wir doch mal fest, der Abstand bei den Damen sind 12 Punkte. Das heißt, wenn jetzt die Tatjana hier nicht fahren würde, würdest du eventuell auch sagen, dann fahre ich nicht, weil nämlich am letzten Wochenende es dann so wäre, dass derjenige oder diejenige, die vor der anderen liegt, wenn sie unter die ersten drei kommt, Weltcup-Gesamtsiegerin wird? Ja, also ich will nicht als Erinnerung an meinen ersten Gesamtweltcup-Sieg den Moment hier haben, wo ich sage, jo, ich habe das gewonnen, weil die Tatjana einen dann weggelassen hat. Auf einer Bahn, wo sehr viele erfahrene Sportler sagen, nein, wir machen das nicht, wir wollen ein Zeichen setzen, wir sind alles Menschen und uns wird ja schon was ganz schön zugemutet. Ne? Vor allem den kleineren Nationen, die keine große Erfahrung haben.
Deswegen bin ich da einfach Sportsmann genug. Ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht beide fahren, dass wir hier ein relativ faires Rennen runterbekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich dann so sehr über den Gesamtweltcup-Sieg freuen würde, wenn das so passiert, dass die Tatjana nicht mehr fährt. Bitte schön. Nochmal, es gibt den Fairness-Pokal für in diesem Jahr dann dafür nicht zu starten, wenn man der Konkurrentin eine Chance lässt? Wahrscheinlich. Also, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Also, klar, es ist eine Rennsportart und irgendwo zählt der Mut auch dazu, aber das ist einfach hier eine Woche, wo alles ein bisschen anders ist. Deswegen muss man da auch ein bisschen auf das Menschliche mit sehen und auf das, dass wir vielleicht wirklich auch Veränderungen sehen wollen in den nächsten Jahren, dass nicht alles durchgezogen wird. Wir hatten schon sehr, sehr oft die Situation, wo viele Sportler und auch Betreuer gesagt haben, es geht so nicht, wir müssen irgendwas ändern und es ist nie was passiert. Und jetzt sind wir halt endlich mal an einem Punkt, wo vielleicht endlich mal was passieren kann für die nächsten Jahre. Bravo. Bitte schön. Eine Nachfrage noch zum Rennen morgen. Wie entscheiden wir für die Schachtel bei euch bei den Frauen auf Doppelsitzer zu verlegen? Wie sehr macht das die Entscheidung einfacher, das Rennen zu schlachten oder am Rennen teilzunehmen? Oder schwieriger? Schwierige Frage. Also eigentlich macht es einfacher, weil es für mich lächerlich ist. Ganz ehrlich, wie präsentieren wir uns denn im Fernsehen? Es wird gesagt, ja, die Bahn ist zu gefährlich, viele Nationen starten nicht gut, dann setzen wir halt die Starttüren runter. So, dass einige da unten genauso stürzen können und sich wehtun können, ist ganz logisch. Von daher ist es für mich wirklich so eine Entscheidung, mit der ich nicht wirklich klarkomme. Es ist wirklich so, wenn man sagt, gut, es ist zu gefährlich, dann kann man das einfach mal abbrechen. Dann muss man da wirklich mal diese Reißleine ziehen und das so durchziehen. Aber jetzt einen Tag vor dem Rennen, beziehungsweise für die Leute, die jetzt Nationencup fahren müssen, das einfach heute zu entscheiden, ja, wir setzen jetzt alles runter und machen damit vielleicht ein Statement, dass es ein bisschen sicherer wird, ist für mich kein Grund. Herr Brinks. Wie ist das jetzt auch mit der Teamschaffung? Wie soll das denn auch? Unsere Doppel haben uns ja im Stich gelassen. Die Schwaben auf jeden Fall. Gibt's ja nicht, ne? Nee, also das ist auch mit uns abgesprochen, das ist voll in Ordnung. Also wir respektieren da die Entscheidung der Doppelsitzer, die müssen sich nicht auf Biegen und Brechen hier runterstürzen. Okay. Und da sind wir wirklich Mannschaft genug, dass wir da wirklich drüber stehen.